Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer. Ach, es ist die allerletzte. Es ist das Finale und es ist das Wiedersehen. Okay. Ich sag's mal so. Wow, 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 was für ein Finale. Da kann ich halt wirklich nichts mehr hinzufügen. Also es lohnt sich heute dran zu bleiben. In meinen Augen das spannendste Finale ever in dieser Geschichte. Und auch das Wiedersehen hat mich doch irgendwo aus den Latschen gehauen, ne? Würde ich mal behaupten. Ein Mix zwischen Vorfreude und zwischen Angst. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das doch sehr gern auf RTL Plus. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und hier zu abonnieren, komm, auf ein letztes. Macht's einfach. Einfach machen, sag ich dazu. Da mach ich nicht mehr. Und ich würde sagen, wir starten rein. Sag's, wie es ist. Ich habe ziemlich beschissen geschlafen. Anna, was denkst du, wie wird das heute? Hast du im Bachelor noch irgendwas zu sagen, etc. pp? Naja, es ist so das letzte Mal, dass man sich sieht irgendwie vor der großen Entscheidung sozusagen. Ne? Also ich würde einfach noch mal sagen, wo ich stehe. Das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig gemacht. Aber ich finde es geil, ne? Ich will ihm einfach noch mal sagen, wo ich stehe, weil das habe ich zu wenig gemacht. Hat sie gar nicht gemacht, aber ist doch gar kein Problem. Weil ich immer denke, so, dass man mir das vielleicht anmerkt oder so. Aber manchmal ist, glaube ich, wichtig, dass man die Dinge auch ausspricht. Das ist wirklich wichtig, Anna. Und da sage ich, das ist der Weg in die richtige Richtung, endlich mal. Also ich meine, es ist das Finale, aber besser spät als nie. In Bezug aufs Reisen zum Beispiel, das ist alles nicht mehr so klar für mich, weil sich die Gefühle verändert haben, weil ich mir einfach auch mit ihm viel mehr vorstellen kann. Wie? Wolltet ihr jetzt reisen oder was? Aber Dominik kann auch reisen, oder ist er nicht? Der ist doch Investor und so, dazu brauchst du doch... Also es ist doch ein ortsunabhängiges Business, oder? Ich bin schon verliebt in ihn, so. Ich glaube, das gehört mal ausgesprochen. Motherfucking shit, habt ihr das gehört? Sie ist verliebt und will es ihm sagen. Da sag ich... Schatz. Auf der einen Seite freue ich mich riesig auf Anna. Ich habe sie vermisst, also echt. Trotzdem ist da noch so eine kleine Komponente dabei, die mir zum jetzigen Zeitpunkt noch so eine kleine Unsicherheit gibt. Was denn? Dass sie nicht den Mund aufmacht? Ach, mein Leben. Anna hat ein Sabbatical jetzt, möchte noch reisen, möchte noch die Welt erkunden. Krass, also haben die dasselbe Problemthema, was sie gleich ansprechen wollen. Das finde ich ja schon mal super. Und Sabbatical macht die, das sind doch diese 3 Monate frei, ne, vom Job. Aber 3 Monate, was sind 3 Monate, ganz ehrlich? Ich bin auch ein bisschen mehr noch standortgebundener als sie. Hä, echt? Okay. Die ja frei hat. Auf der anderen Seite will man auch natürlich einer Frau nicht ihre Träume zerstören. Das heißt, da muss man irgendwie auf eine Lösung finden. Gefällt mir die Einstellung, aber wieso zerstört er denn ihren Traum, wenn er sie wählt? Weil er sie dann direkt an die Kette in die Küche oder was? Das ist richtig. Also, hä? Du siehst bezaubernd aus. Ich hab dich verlässt, verdammt. Ja, gleichfalls. Tschüss. Auf ein allerletztes Date von uns beiden. Ja, auch. Echt traurig auch ein bisschen, ne? Ja, ist echt traurig. Aber ich meine, entweder es geht weiter, wie wild, oder es war halt echt forever the last time. Ich glaube nicht, dass ein Date jetzt komplett alles irgendwie verändern wird. So. Also egal, was ich heute mache oder sage, ich werde jetzt nicht komplett irgendwie das Ruder rumreißen können, wenn es vorher irgendwie nicht, zumindest wenn das Schiff nicht in die Richtung gefahren ist. Doch, ich glaube schon. Also wenn sie jetzt heute mal endlich sagt, was sie fühlt und so, ich glaube, das ist schon... Den richtigen Weg einschlagen. Und es bedeutet ja auch mega viel, wenn du sagst, ich habe mich verliebt, oder? Sie so, nö, das bedeutet nichts. Gewinnen tue ich sowieso. Wie geht's dir? Gut, wie ja? Geht's dir? Ja, so gemischte Gefühle. Echt? Mhm. Ja, aber es ist schon wichtig, dass man irgendwie alles, was in einem vorgeht, nochmal ausspricht und irgendwie nichts ungesagt ist. Und das in erster Linie auch für mich. Okay, dann würde ich direkt erstmal nachfragen, hast du mit Jana Maria da über den Dream Dates und mit Nele bisschen mehr als nur geredet. Wurde da auch mal der Picknickkorb ausgepackt und eventuell sogar geöffnet. Oh, Bonbons und so. Ich bin scheiße aufgeregt heute tatsächlich. Ja, ich bin auch aufgeregt. Also deswegen, wir trinken einfach erstmal was, ne? Hey, also klar ist man doch da aufgeregt tatsächlich. Warum sagt dir irgendjemand tatsächlich? Das ist jetzt, also jetzt ist dein letzter Shot. Also, ne, jetzt kannst du nochmal alles geben und wenn du das verkackst, ja. Blöd. Also da wäre ich natürlich auch aufgeregt wie sonst was. Ist immer noch so, wenn ich eine andere sehe, dann so kriege ich so ein bisschen nasse Hände und so. Mein Herz fängt an zu schlagen und vermittelt mir so ein echtes Gefühl so, okay, Dominik, sitzt alles, passt alles, ne, so. Also ist echt so eine, es ist crazy. Ich kann's nicht beschreiben, das nach so einer langen Zeit noch, was eigentlich echt schön ist. Das ist wirklich schön und das ist auch echt krass, finde ich. Dieses Verliebtgefühl, dieses, ach, ich bin so aufgeregt, die Person kommt gleich und dieses, verstehe ich.
Und ist ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Ich frage mich halt immer nur, was passiert, wenn es weg ist. Ist Anna dann immer noch interessant genug für ihn, wisst ihr? Weil irgendwie ist das das Einzige, was ihn so triggert. Dass sie so unnahbar ist. Aber irgendwann kennst du ja eine Person. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe auch ein paar Fragen heute an dich, die ich unbedingt geklärt haben muss. Okay. Irina, bitte. Ich liebe diese Frage, ich stelle sie auch eigentlich immer. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gerne die auch wichtig sind irgendwie für mich. Dann versuchen wir, die mal zu klären. Das wäre ganz gut so auf den letzten Schritt, ne? Ja. Es geht einfach um die Zeit danach, okay? Die macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen bei dir. Dein Sabbatical. Und ich brauchte einfach für mich so ein bisschen Sicherheit. So einen kleinen Plan dahinter. Wie könnte das aussehen, ohne dass du irgendwie Sachen zurückstecken musst, ne? So, wie geht das weiter? Ich habe Angst davor, dass wir uns dann an der Nacht der Rosen das letzte Mal sehen. Und, was? Echt? Ja, keine Ahnung. Und dann bist du 3 Monate weg. Dann gehst du, ah ja, schick mir mal ab und zu mal ein Bild, wie du in Bali irgendeine Welle reitest. Aber, also ich check es nicht. Wir leben in 2022. Was ist denn mit FaceTime? Was ist mit Flügen buchen und einfach mal mitkommen, wenn es auch nur für ein Wochenende? Also was weiß ich, 3 Monate ist für mich nicht die Welt. Klar, wenn man sich dann wahrscheinlich in dieser Zeit erstmal kennenlernen und so, aber sie hat sich doch jetzt extra diese Zeit genommen, um zu reisen. Dann soll sie das doch machen. Also er sollte doch jetzt irgendwie gucken, dass er ihr sagt, ich begleitet. Ach, was weiß ich. Eigentlich, es klingt so ein bisschen, als würde er jetzt hören wollen, nö, ich mach das nicht mehr, weil ich lieb dich doch, Dominik. Ich lieb dich doch und deswegen schmeiß ich mein ganzes Leben über den Haufen. Und, ich... Denkst du echt so? Ja, ich hab ein bisschen Angst davor. Kannst du mir bitte dieses Gefühl nehmen einfach, ja? Ohne... Dann nimm du ihr erstmal das Gefühl, dass sie vielleicht nicht gewinnt. Dann können wir weiterreden. Kannst du bitte nicht nur einfach da sein? Ich verstehe, dass du das Gefühl hast. Ja. Ich habe mir ja auch mega viele Gedanken gemacht. Oh, mein Herz, ne? Okay. Sehr. Okay. Okay. Ich finde das so krass. Guck mal, das ist eine aufgeregte Anna. Für mich sieht die einfach aus wie ein Stein, der redet. Also von den Gefühlen her. Kannst du dich daran erinnern, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben und ich gesagt habe, wo wir in dem Spa waren und ich gesagt habe, ich versuche so einen bestimmten Bereich von mir zu beschützen irgendwie oder, ja? Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Ah, erzähl mir mehr. Weil ich glaube, ich einfach feige bin. Who is she? Was passiert hier? Okay. Sogar mal kurz in die Kamera und denkt sich, Junge, 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 was passiert hier bei versteckter Kamera? Also, was geht hier ab, Anna? Och Mann, ich liebe das, weil endlich, darauf habe ich doch die ganze Zeit gewartet, dass sie endlich mal was sagt. Ja, schön, schönes Gefühl. Das fand ich echt schon crazy, also echt eine Stärke, so weit dann doch zu gehen. Ne? Am Anfang immer sehr bescheiden und dann sagt sie, ich bin ein Feigling auf einmal, so in den letzten Metern. Sie ist so bescheiden und jetzt sagt sie, sie ist ein Feigling, weil Feiglinge sind ja bekanntlich nicht bescheiden. Ist so. Ist aufregend. Sehr. Mhm. Alles gut. Ich glaube, die war noch nicht fertig, Dominik. Weiter geht's im Text. Jetzt knutschen könnt ihr später. Ist voll lange her, dass ich so, dass es mir so ging. Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, krass überfordert, so, weil ich merke, dass ich mich verliebt habe und... Der kleine Blick nochmal. So, hat er auch zugehört. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin sprachlos. In dem Moment saß ich da, als sie gesagt hat, ich bin nicht verliebt, dachte mir, oh mein Gott, das ist meine Anna. Oh nein, das ist ja süß ein bisschen. Keine Ahnung, ich will dich halt in meinem Leben haben so und deswegen ist es alles nicht mehr so in Stein gemeißelt. Wie? Ach Mann, also es ist wirklich überhaupt keine Option, dass die das irgendwie machen kann, ohne dass die sich daraufhin trennen, oder was? Das finde ich ja ein bisschen schade. Also ich will das nicht komplett skippen, so. Das wäre auch, glaube ich, keine gute Basis, weil das nun mal eine Sache ist, die ich mir lange vorgenommen habe. Aber ich möchte es nicht allein entscheiden, sondern mit dir zusammen, so. Okay, also entscheidet ihr jetzt gemeinsam, dass du es nicht machst? Mhm. Du musst darauf jetzt gar nicht sagen. Doch, ich will darauf was sagen. Ja, stimmt. Okay, fangen wir so an, ne? Die hat jetzt aber komplett hier einen Switch gemacht. Letztes Mal hat doch er gesagt, das wäre jetzt ein Moment, wo du mich küssen könntest. Bist du ja noch in der Badewanne? Und jetzt sagt sie das zu ihm. Ist sie ein Spiegelmensch? Also wisst ihr, die man, also so ein Mensch, der den anderen Mensch immer spiegelt? Das ist mir ja bislang überhaupt nicht aufgefallen. Ey, sind voll die schönen Worte. Genau sowas habe ich mir erhofft. Ja gut, aber klar hat er sich das erhofft. Ich meine, er ist auch hochgradig verknallt. Das waren echt Worte, die sie Überwindung gekostet haben, aber die auch, ja... Super schön waren zu hören irgendwie auch, dass sie so selbstreflektierend ist und auch ihre Gefühle jetzt mir gegenüber offenbart, ne? Also ist schon super, super schön und zeigt auch Stärke von ihrer Seite aus. Das finde ich ja so toll, dass er sagt, na, die selbstreflektiert, also überhaupt, dass er es erkennt, dass das eine Selbstreflektion ist. Anspruch an Männer habe ich nicht. Finde ich ein bisschen lächerlich.
Und ja, ich finde es einfach toll von Anna, dass sie es endlich mal sagt. Und ich glaube, sie hat es schon näher gespürt, aber sie hatte einfach nicht den Mut, das zu sagen. Natürlich kostet das Überwindung, es kostet jeden Überwindung. Aber den Schritt dann zu machen, ist einfach wichtig. So, ne? Irgendwo. Also vor allen Dingen, wenn du da beim Bachelor mitmachst und jetzt im Finale stehst. Scheiße, machst du mich glücklich, ey. Ich hab gerade... Ja, ich hab Schmetterlinge im Bauch. Was soll ich dir sagen? Hör auf, Dominik. Halt die Schnauze, sowas will ich nicht hören. Fühlt sich gut an, einfach. Tatsächlich. So, dass er... Ja, dass man merkt einfach, man kann sich irgendwie alles vorstellen, so. Tatsächlich. Geiler Hoodie. Ist krass, so. Ich fühle mich so krass an sie. Sie hat so eine krasse Anziehungskraft für mich. Also das ist schon verrückt. Am liebsten, ich würde sie so umarmen und nie wieder loslassen. Vielleicht auch mal ein bisschen, ihr wisst schon was, mehr als umarmen? Nein, doch nicht der Dominik. Sei gut, mach's ehrlich. Ey, ich bin super aufgeregt gewesen, oh mein Gott. Hallo. Hey. Ah, die gucken sich jetzt hier noch ihren Film an. Boah, das ist ja auch jetzt das erste Mal, dass die sich vor der Kamera sehen, ne? Oh, meine Güte. Stell mal vor, jetzt siehst du dich und denkst dir, scheiße, Alter, das ist überhaupt nicht mein Winkel. Und was? So sehe ich von hinten aus? Was ist das? Also, wir tauschen immer Blicke aus, selbst wenn ihr es nicht seht. Okay. Ehrlich? Ich sehe alles. Wie meinst du das? Da ist auf jeden Fall ein Kribbeln. Was willst du von mir? Unser erster Kurs? Ach ja, ja, Ding ging ab, ne? Ding ging ab. Das war ein ordentliches Rumgelecke in meinen Augen. Er ist super lustig. Ein kleiner Chaot, aber auch das mag ich. Weil, ich weiß nicht, er ist halt, ich brauche niemanden, der so ist wie ich. So. Ey, das finde ich krass, dass sie das sagt, weil ich bin eigentlich auch so ein Mensch, ne? Weil ich hätte überhaupt keinen Bock, mit jemandem zusammen zu sein, der so ist wie ich. Wisst ihr, wie ich meine? Reicht mir eine Person davon. Und ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Genau, man ergänzt sich dann. Trotzdem glaube ich nicht, dass Anna gewinnt. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, Alter? Seitdem der von Folge 1 eigentlich komplett auf Jana Maria steht. Ich entwickle Gefühle für Anna, ich merke das auch. Und mir fällt kein Aber so krass ein, ne, gerade. Also ich kann nicht über das Aber reden. Ich weiß nicht, was sie mit mir macht. Vielleicht hypnotisiert sie mich, keine Ahnung. Ich glaube, es war bestimmt schwer, dann Filme zusammenzuschneiden zwischen den beiden, weil so viel Kommunikation gab es da ja nicht, ne? Also selbst wenn die viele Dates hatten. Ja, ja, ist schon happig. Anna kann sich alles mehr haben. Diesen Satz, Nicht? Doch. Vielleicht schon, ja. Vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Anna, bleib auf dem Teppich. Ich bin hier der Bachelor. Ich vergesse das wieder, okay? Okay. Richtig schön. Kann man gar nicht beschreiben so richtig. Was denn? Man vergisst natürlich auch total viele Momente. Und selber nochmal so zurückgeworfen zu werden und sich zu sehen, wie man darüber spricht, schon irgendwie krass. Ach so, ja, das ist echt krass. Und vor allen Dingen, die sind ja schon so lange da, ne? Also, ich glaube, das wird 8 Wochen, 9 Wochen wird der Quatsch da gedreht, ne? Das sind 2 Monate, Leute. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Ich habe auf der Reise das Gefühl gehabt, bei einer Anna, sie ist ein großes Puzzle, aber ich habe die Puzzleteile irgendwie noch nicht alle gefunden, ne? Schon oder wie? Dominik, bitte klare Sätze. Mitten im Ende auch, mit einem Punkt. Einfach so mittendrin aufgehört, alles klar. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist es wieder eine unangenehme Situation. Aber ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl ins Bett und das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, dass du mit einem positiven Gefühl ins Bett gehst. Absolut. Wahrscheinlich wird das mit Jana Maria morgen nicht anders sein. Dann habe ich ein Riesenproblem. Ach, scheiße. Ey, ja, stimmt. Ach, scheiße. Mann. Das ist jetzt langsam ein bisschen fies, ne? Weil jetzt sind alle verknallt. Ich bin in vielen Punkten gefühlt immer noch so ein bisschen unsicher. Bei wem? Bei Anna? Welche Punkte denn? Ich dachte, du wolltest heute alles klären, verdammte Scheiße. Wozu habt ihr das Date gemacht? Ich liebe diesen Moment. Sie ist so wie in so einem Highschool-Film und dann eigentlich hier die Hände rein. Gibt keine Taschen. Was soll das? Der Bulli hat auf jeden Fall kein Potenzial für Main-Character-Szenen. Für mich gibt's nur ihn. Und auch für Jana Maria gibt's nur ihn. Also natürlich habe ich die Gedanken, ey, was ist, wenn ich die letzte Rose nicht bekomme? So. Aber ich blende das andere komplett aus. Ja, was soll man auch machen, ganz ehrlich, ne? Wenn du die ganze Zeit nur negativ denkst, dann sitzt der ja auch nur beim Date und ziehst eine Fresse. Kannst du da gar nicht auf ihn zu kämpfen, auch wenn es jetzt kacke ist. Aber Anna, warum ist es kacke? Guck mal, ich glaube sie, also ich habe doch jetzt keine Ahnung, was sie denkt, ne? Aber für mich kommt das ein bisschen so rüber, sie grinst und dann, ach scheiße, hier sind die Kameras. Was denken die Leute? Die denken doch jetzt, ah, ist die naiv. Jetzt grinst die, obwohl der morgen eine andere wieder, ne? So, aber es ist doch scheißegal. Es ist doch scheißegal, was die Leute sagen. Im Endeffekt weißt du ja, was du denkst. Und dass du natürlich im Hinterkopf hast, da gibt es noch eine andere Person etc. Aber trotzdem kannst du dich doch freuen. Du musst dich doch von niemandem rechtfertigen, dass du jetzt gerade grinst wie ein Honigkuchenpferd.
Oder? Also nur, wenn sie das so meint. Ich habe doch keine Ahnung. Ja. Ich hatte das nie am Anfang gedacht, dass ich so viele Gefühle aufbaue. Oh Gott, jetzt geht's nämlich weiter. Nächste Disney-Prinzessin, Jana Maria. In meinen Gedanken gibt's gar keine Anna mehr. In meinen Gedanken bin nur ich mit Dominik. Ich liebe das. Und wenn wir in ein paar Jahren immer noch zusammen sind, dann können wir, glaube ich, ich von meiner Seite aus, könnt dann sagen, ja, es war Liebe auf den ersten Blick. Okay. Er ist mein Traummann. Aber das wissen wir doch alle. Das hast du uns doch schon gesagt. Er ist mein Deckel. Oh. Und ich hoffe, dass es vielleicht ein Happy End gibt. Ja, das hoffe ich aber auch. Ich bin jetzt gespannt, ne, wie das Date läuft. Können wir vielleicht schon ein bisschen ableiten. Einerseits freue ich mich super auf Jana Maria. Auf der anderen Seite bin ich auch super aufgeregt. Das ist das allerletzte Date. Hi. Na? Wie geht's? Gut, und dir? Gut siehst du aus. Ja. Ja, da kommt ganz vieles zusammen gerade. Und? Okay, die küssen sich auf jeden Fall schon mal zur Begrüßung. Haben Anna und er auch, glaube ich, ne? Das letzte Date? Ja, leider. You going crazy. Das ist schon sehr schwierig. Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf klar. Ich auch nicht. Wisst ihr, worauf ich auch nicht klarkomme? Auf diesen geilen Track im Hintergrund, Junge. Ganz viel an dich gedacht. Ja. Yeah. Morgens, mittags, abends und nachts. Schön, dich zu sehen. Ich konnte die ganzen Nächte eigentlich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit geträumt habe von ihm und mir und ich habe unsere Zukunft schon geplant. Ich glaube, ich hatte Albträume die ganze Zeit, ne, dass er mit der anderen ist und dass das alles nur eine Verarsche war. Im Endeffekt muss man ja auch überlegen, er muss ja irgendwie jeden hinhalten. Das ist ja sein Job. Er könnte ja nicht von Anfang an sagen, okay, die finde ich geil und den Rest, da bin ich mal ehrlich. Obwohl ich ja wirklich die ganze Zeit das Gefühl hatte, er war ehrlich so zu uns und zu den Mädels auch. Aber also ich konnte es im Kopf niemals abschalten. Ich würde immer denken, nee, die andere ist auf jeden Fall besser als ich, so wisst ihr. Das ist traurig. Vielleicht habe ich es mir auch noch schön geredet, um die Situation positiv anzunehmen. Ich weiß nicht. Ihre Blicke so sind echt... Puh. Wie? Gut oder schlecht? So guckt mich keine Frau, ja. Okay, ich glaube, dann ist es was Gutes, oder? Was ich bei dir echt super finde, dass wir auch Aussichten danach haben, ne? So, also das ist echt, weil du sagst, du bist flexibel. Ich bin total flexibel. Mhm. Das finde ich bei dir super, weil bei Anna ist es noch nicht so ganz klar. Die hat ja erstmal ein Sabbatical und ja, ich meine, ich habe sie jetzt fast so weit, dass sie es cancelt, aber eine hundertprozentige Sicherheit hast du ja nie. Also ich habe dir ja schon gesagt, dass ich arbeite, aber ich muss jetzt nicht vor Ort sein. Du hast auch gesagt, ey Dominik, du musst eigentlich gar nicht mehr arbeiten, weil ich kann dich über Wasser halten. Oh, das mag ich. I love it. Pussy Power! Ja, das habe ich gesagt. Das habe ich auch gesagt. Ja, eigentlich bin ich broke und habe gar kein Geld, deswegen... Wenn du mich nicht mehr über Wasser... Ich suche eine Sugar Mommy. That's me. Für mich ist es... Ich finde es okay. Hey, das ist unser Humor. Und da sind wir irgendwie auf der gleichen Ebene, bewegen wir uns da. Meine Sugar Mama. Ich hätte gerne noch ein bisschen Champagner. Wir können beide auf unsere eigene Art und Weise lachen über unsere Witze, die vielleicht kein anderer versteht oder wo alle denken, hey, was seid denn ihr für welche, ne? Nee. Ernsthaft denken das Leute? Ihr seid doch voll lustig zusammen. So, wenigstens passiert ja was. Ich habe mir das vorgenommen, dass ich jetzt mehr in Deutschland wohne. In Frankfurt. Okay, die ist so geil. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass ich mich einfach so fallen lassen kann und einfach sein kann, wie ich bin. Krass. Ich dachte ehrlich gesagt, sie ist immer so. Aber jetzt sagt sie, nee. Das ist jetzt auch nur bei Dominik so. Okay. Okay, das hast du dir vorgenommen, jetzt schon so in Frankfurt, so ohne? Ohne was? Ohne was, Dominik, ohne die letzte Rose? Ist doch kein Problem, kann doch trotzdem in Frankfurt wohnen. Welche Adresse hast du nochmal? In uns stecken so zwei frisch verliebte 15-Jährige. Gut, dann und wo und Ja, bei dir. Ah, klar. Die das erste Mal in ihrem Leben verliebt sind. Ey, das trifft's echt auf den Punkt, ne? Die sind beide so hi, hu, ha. Ich bring dir Deutsch bei. Danke. Entschuldigung, ist sie nicht Deutsche? Und erst mit 14 oder was nach Spanien gezogen? Also was ist denn für eine Frechheit? Ich bring dir mal gleich Deutsch bei, Fräulein. Und nicht der Spanisch. Ja. Okay, zurückgedisst. Das finde ich gut. Ich will Spanisch echt lernen. Ja. Aber ich kann sagen hola guapa. Na klar kann er sagen hola guapa. Hallo, er wohnt doch in Spanien und irgendwie muss er die Mädels klären. Hola, tu ojos azules? Son verdes. Okay, verdes, ja. Ich kann nur azules. Azules ist blau und verdes ist grün. Grün ist wegen... Ich glaube, du bist farbenblind. Aber heißt das, er spricht sonst nur blauäugige Frauen an oder was? Okay. Ui.
Nein, wir können lachen, wir können Spaß haben, wir machen nur Witze die ganze Zeit, aber wir können auch irgendwie so switchen, ne? Von diesem Spaß haben, so direkt wieder ins Ernste und romantisch rumknutschen. Das sieht aber auch ein bisschen glücklich aus, oder? Krass, guck mal, er küsst sie von sich aus. Es ist so schön, dass er auch die Initiative greift und mich küssen will. Dann weiß ich auch, dass es auch von ihm kommt, nicht nur von mir. Ja, absolutely. Absolutely. Ich finde, die hat schon sehr gute Antennen, ne? Die kann schon sehr gut immer feststellen, was, wie, wo, pipapo. Und das finde ich richtig cool. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Das war unser letztes Date. Was? Ich will nicht, dass es jetzt aufhört. Okay, dann geht's noch weiter ein bisschen. Klatsch. Er ist was echt Spezielles für mich. Okay. Ist noch nicht vorbei. Hey, der krapscht aber auch immer gut an ihren Schenkeln hoch und runter, ne? Das ist mir aber so die ganze Zeit schon aufgefallen. War schön. Ja, Omi. Ja, Omi, ist doch normal, der hochzuhelfen, oder? Also wer zuerst steht, hilft hoch. Er ist was sehr Besonderes für mich. Dominik, ich kann ihm vertrauen. Ich weiß, dass es ein guter Mann ist. Das kann man doch wirklich erst wissen, wenn man dann die letzte Rose bekommen hat, oder? Es war eine super schöne Zeit. Ich bin super froh, dass diese Frau hier ist. Gibt mir echt das Gefühl, dass sie echt krass verliebt in mich so ist. Und was voll das schöne Gefühl ist, das zu spüren, so, ne? Super schön. Ach, die haben jetzt auch Kino-Night. Wow. Hallo. Wunderschöne Frau, hallo. Darf ich dich umarmen? Krass, jetzt hat er nochmal wow gesagt. So wow, ne? Während er den Film glotzt und da hat er auch wow gesagt. Also es ist immer dieselbe Reaktion, wenn er Jana Maria sieht. Das ist schon mal super. Die ist klasse, also echt, also auch die Ausstrahlung. Ah, oh, der süße Boy. Ich weiß nicht, der hat irgendwas in seinem Blick, das mich umhaut. Und dann sah er auch noch so schön aus ohne T-Shirt. Also das gehört. Das. Und Dominik, du hast fast dasselbe gesagt. Heiliger Bimba. Ich glaube, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen. So, und jetzt erklär mal, was ist hier besser oder schlimmer? Oder ist es gleich? Heiß. Und bevor wir an den Strand gehen, schauen wir auf Wolke 7 vorbei. Ein Glücksbringer. Du ziehst den an. Den habe ich dann. Yes. Wieso? Und der guckt mich mal. Alles klar, danke dir. Ey, wie krass ist das? Jetzt macht mal hin, ich kenne das alles schon. Ich glaube, es hat schon ein bisschen so gefunkt zwischen uns. Ich finde, hier funkt schon. Krass. Haben sie dasselbe gesagt. Schön. Ich bin hier echt für dich. Ich bin hier nicht um Fame oder für irgendwas. Ich mag nicht, wenn man mit mir spielt. Hab ich? Ja, ein bisschen schon. Ada? Ich hab's doch wieder vergessen. Also es waren irgendwie ein bisschen zu viele Folgen. Unser erster Kuss! Oh, wie schön. Ich habe das Gefühl, ich kann mich bei ihr benehmen, wie ich es auch wirklich bin. Ne? Das habe ich bei sehr, sehr wenigen, wenn sie nicht sogar vielleicht die Einzige ist. Also, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann mich komplett einfach fallen lassen. Schön. Oh, ich hatte sie so süß. Danke. Es fühlt sich an, wie wenn er mein Partner wäre. Er passt so gut zu mir. Ich bin verliebt. Ach man, und dann knutschen wir nach oben und guckt sie an und sie nur, ich muss jetzt Fernsehen gucken, Dominik, ich kann jetzt nicht knutschen. Das. Es ist schon, Alter, es ist so viele Sachen, die wir zusammen erlebt haben. Krass. Uh-huh. Hallo, hat Jana Maria gerade Alter gesagt? Das aus ihrem Mund, das ist ja völlig verrückt. Und dass du auch fast dasselbe wie ich gefühlt hast, finde ich sehr schön. Ja. Yeah. Ja. Okay. Dominik ist wirklich mein Soulmate. Guck mal, ja, so zieht sie an sich ran. Also für mich ist die Entscheidung irgendwie immer noch klar. Es gab doch nie einen Mann, dem ich alles geben würde. Alles? Dein letztes Hemd oder was? Digga, ja! Ich habe immer alles gegeben. Und ich habe nie aufgegeben, alles zu geben. Ich habe das mitbekommen, okay? Und ich kann dir auch sagen, dass ich von dir hier auch am meisten beeindruckt war, dass du es geschafft hast, trotz dieser ganzen Situation, dich vor der Kamera auch so zu geben, wie du bist. Ach mein Gott, das ist ja total schön, dass er das so appreciated, dass sie wirklich sie selbst war. Off Kamera, on Camera. Das finde ich ist ein sehr wertvolles Kompliment. Ja. Ist auch einer der Gründe, warum ich auch echt krasse Gefühle für dich aufgebaut habe und auch verknallt in dich bin, verdammt. Oh nein. Das war ja ein bisschen ein kleines Liebesgeständnis, war das ja schon. Gänsehaut ist natürlich da. Mann, da freue ich mich doch. Krass einfach, ich habe da wirklich null mit gerechnet, gar nicht. So eine Frau brauche ich an meiner Seite. Sie bringt genau die Eigenschaften mit. Ich schaue mir alles an von ihr, gehe nochmal Dates durch den Kopf, guck mir ihre Charaktereigenschaften an, schaue mir an, wie sie in Situationen reagiert und ich denke mir, ey, das ist die Frau. Ich finde am geilsten, guck mir an, wie sie in Situationen reagiert, ne?
Sie hat ja schon ein bisschen ein kleines Fass, hat sie ja ab und zu mal aufgemacht. Und dann kommt eine andere um die Ecke. Was soll ich denn machen? Oh. Boah, das ist eine gute Frage. Ja. Ich sehne mich wirklich sehr, 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 sehr. Ich will, dass es jetzt sofort ist. Ich will, dass wir einfach glücklich sein können. Unsere Zweisamkeit genießen können. Dann bis gleich. Ich zieh einfach meine Hose aus und komm gleich wieder. Oh Mann, ja, nicht mehr lange. Bald könnt ihr's. Einfach nur ich und er. Er verknallt, ich verliebt. Was für eine Frau denn mehr? Ich glaube, wir wären echt ein glückliches Paar. Ja, und das glaube ich auch. Hast du dieses rote Kleid noch, was ich dir geschenkt habe? Nein, das habe ich schon bei eBay verschabbelt. Hallo? Weißt du, wie viel wert das war? Mit oder ohne Unterhose? Natürlich. Okay. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist doch ganz klar ohne. Also. Mann, das ist ein bisschen wie, als würden meine Eltern da jetzt. Aber okay, macht. Man kennt sich jetzt schon so gut. Das ist so eine Frau, mit der kannst du dich auch in 40 Jahren wahrscheinlich noch neben der aufwachen und denkst dir dann wahrscheinlich immer noch so, okay. Okay. Da baut sich was auf in der Hose. Ich merke einfach jetzt immer wieder, dass eine Jana Maria einfach echt sehr gut zu mir passt und mir so eine Sicherheit irgendwie auch ausstrahlt, dass das alles Potenzial hier hat, dass es eine Zukunft hat. Die Frau fürs Leben. Meine Güte, wie am ersten Abend hier, hot. Was soll das schon wieder? Manchmal macht er so ein bisschen unangenehme Dad-Jokes. Aber, das klingt für mich, als hätte er sich ganz klar für Jana Maria entschieden, oder? Ich fühle mich zu ihr so krass hingezogen, so körperlich. Ich könnte ihr so den ganzen Tag in den Arm liegen. Warte mal, Fräulein, das hast du aber eben genauso auch zu Anna gesagt, oder? Ich fühle mich so krass an sie. Sie hat so eine krasse Anziehungskraft für mich. Also, das ist schon verrückt. Am liebsten, ich würde sie so umarmen und nie wieder loslassen. Und ich habe jetzt, also guck mal, das sind zwei unterschiedliche Outfits. Ich dachte erst, haben sie einfach den Interview-Ausschnitt zweimal genommen, ne? Haben sie aber nicht. Das hat es wirklich zweimal jetzt gesagt. Well, unangenehm. Ja, und dann stehst du da und die Frau gibt dir so richtig das Gefühl, dass sie dich am liebsten nie wieder loslassen will. Ich finde, jetzt geht's aber ein bisschen sexuell ja zur Sache, ne? Der hat Bock. Das sieht man. Komm her, wir lassen dich mich so zum Arsch. Wir gehen einfach ohne diese. Also sorry, aber es wird auf jeden Fall Jana Maria. Vergleich mal bitte das mit Anna. Also das ganze Date. Das ist doch hier, da ist doch viel mehr gebacken, viel mehr Zärtlichkeit. Der will doch jetzt auf der Stelle Hose runter und rein, das Ding. Oder? Diese Frau ist der Wahnsinn. Und oh mein Gott, ey, was war das schon wieder für ein Date? Viel zu perfektes Date, ne? Also es war wieder Wahnsinn. Hey, also guck mal, das mit dem, das Date war so perfekt, ne? Das hat er auch über ein Date mit Anna mal gesagt. Also irgendwie bei den beiden sagt er wirklich oft dasselbe. Noch einmal ganz fest umarmen und dann einfach vielleicht gar nicht so viel sagen. Ja, glaube ich auch. Einfach mal die Schnauze halten, Jana Maria. Also zu wissen, da ist eine Frau, die findest du so bombastisch. Aber da gibt es eine andere Frau, die ist auch bombastisch, ne? Und jetzt eine Entscheidung zu treffen, macht es mir nach dem Date heute nochmal gar nicht leicht. Aber guck mal, wenn du sagst, die eine ist so bombastisch und die andere ist bombastisch, dann ist doch klar, wen du nimmst, Jung. Also wir passen einfach so gut miteinander. Und jetzt hat er auch gesagt, dass er in mich verknallt ist. Stimmt. Das hat er echt gesagt. Und das heißt was. Also man sagt das doch nicht einfach so. Man sagt das doch nicht, um dann jemanden rauszuschmeißen. Das wird doch gar keinen Sinn machen und auch überhaupt nicht zu Dominik passen. Also zu dem, was wir bislang von Dominik gesehen haben, weil ich fand ihn bislang ehrlich und so. Das ist wunderschön. Also in meinen Gedanken gibt's noch mehr Dates und irgendwie in meinen Gedanken gibt's auch für mich die letzte Rose. Das ist gut, denk das auch. Weil dieses letzte Date, das war wieder mal so schön. Tja. Also, ganz ehrlich, hätte ich genau dasselbe Bauchgefühl, oder? Ich weiß nicht. Es ist zu viel für mich. Es ist alles zu viel für mich. Die ist echt fick und fertig. Ja, und jetzt geht's hier ab, ne? Finale, it in, Motherfucker! Anspannung, 150%. Auch Angst ist damit dabei irgendwie, ne? So, was passiert heute Abend? Wie, was passiert heute Abend? Du hast doch alles in der Hand. Wie verläuft der Abend? Triffst du die richtigen Worte? Wie sieht es danach aus? Wie fühlt es sich danach an? Das ist echt ein Gefühlschaos. Ich wünschte, ich könnte nur glücklich sein. Was ja eigentlich auch das Schönste wäre. Aber es geht nicht, solange das eine Kapitel noch nicht geschlossen ist. Der meint, solange ich die eine Frau noch nicht abgeschossen habe und es dann endlich heißt, ich. Das wird echt ein sehr, sehr unangenehmer Moment, der gerade sehr präsent bei mir im Kopf ist. Eine Frau, die sich in mich verliebt hat, eine Frau, die Gefühle für mich aufgebaut hat, mit der ich eine super schöne Zeit hatte, der ich super viele schöne Dinge gesagt habe. Diese einen Frau jetzt das Herz zu brechen, das tut mir zu sehr weh, ehrlich. Dir tut es weh? Frag mal die Frau, wie es der weh tut.
Das ist echt, das ist brutal. Und dieser Gedanke, ich habe da so viel Respekt vor. Brutal. Aber ich finde es gut, dass er wirklich ein bisschen Respekt vor der ganzen Sache hat und so. Da gab es ja andere, ne? Die haben ja komplett drauf geschissen. Aber komplett. Mann. Ey, echt krass, ne? Ey, voll krass. Ich bin bis heute schockiert. Mein Ziel war erstmal ihn kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Oh, da hat sie aber ein wunderschönes Augen-Make-up. Und die Haare, oh Mann, jetzt, heute sieht sie sehr, sehr, sehr hübsch aus. Weil letztes Mal sah sie nicht so gut aus, fand ich. Einfach too much. So richtig too much. So, ich bin 16 und gehe jetzt erstmal auf die Piste. Sieh, du schreibst mich auf die Liste. So sah die aus. Dann habe ich gemerkt, dass es so gut passt. Deswegen wollte ich nicht aufgeben, um einen Platz vielleicht in seinem Herzen zu bekommen. Platz vielleicht in seinem Herzen zu bekommen. Die ist einfach nur süß. The wildest beauty is nothing. Was? Wen ihr beschossen? Sag mal, Anna, geht's dir zu gut? Siehst du das teure Laura Mercier-Puder? Erstmal ein Kilo an den Pinsel und dann puste ich das in die Atmosphäre, weil was kostet die Welt? Da ist mein Herz kurz stehen geblieben. Das fickt mich so, ich weiß nicht. Ich fühle mich halt echt wieder wie so ein kleines, verliebtes Mädchen. Gefühle sind ganz klar da. Ich habe ihm beim letzten Mal sehr aufgeregt irgendwie gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Und das könnte ich jetzt auch noch 10-mal wiederholen. Ja gut, wenn es einmal raus ist, dann ist es einfach, ne? Aber dass du aufgeregt warst, Anna, das habe ich also jetzt im Traum nicht erraten. Wirklich, die hat ein Pokerface drauf, das ist der Wahnsinn. Es hat eine echt extrem krasse Entwicklung alles genommen. Von dem Gefühl, wo ich dachte, okay, ich krieg die Krise, ne? Zu einem Gefühl hin, okay, du hast für dich Klarheit geschaffen und kannst jetzt mit einem sehr guten Gewissen sagen, diese Frau passt am besten zu dir und in diese Frau hast du dich verliebt. Okay, ich dachte, der sagt irgendwie nochmal sowas wie, eigentlich weiß ich es gar nicht so genau, ich habe jetzt eben gelost. Weil so war es ja die ganze Zeit und jetzt auf einmal hat der komplette Klarheit, wo kommt es her? Ich kann es nicht glauben, also ich kann es wirklich nicht glauben, das ist so surreal. Oh, der hat den Glücksbringer wieder von der Omi in der Hand. Ich vertraue diesmal vollkommen auf mein Herz und höre einfach darauf, was es mir sagt. Diesmal. Hat er doch beim letzten Mal genau dasselbe erzählt, oder? Hör darauf, was es mir zuflüstert in dem Sinne und wohin der Weg gehen soll. Ja, na Maria. Spaß. Ich spüre einfach ultra krasse Gefühle. Ich spüre, dass mein Herz immer wieder springt. Das zeigt mir einfach, dass es die richtige Entscheidung ist. Diesmal nicht auf meinen Kopf und nicht auf meinen Bauch zu hören, sondern wirklich nur auf mein Herz. Und das spricht ganz klar einen Namen aus. Aber was meint ihr diesmal? Sorry, aber denselben Vortrag hat er letzte Woche auch geführt. Gehalten, Entschuldigung. Ich bin die ganze Zeit am Denken, ja, nein, du bist nicht genug, du hast nicht alles gegeben, du hättest mehr geben sollen. Ich habe eine Leere in mir, ich bin verwirrt und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich will nur, dass es jetzt endlich vorbei ist. Langsam schnattern sogar mir die Knie. In meiner Vorstellung gibt es nur einen Ausgang. Weil alles, was irgendwie von beiden Seiten gesagt wurde, irgendwie so eine Sprache spricht. Da muss ich ein bisschen lachen, weil also mit Jana Maria spricht er doch auch genau dieselbe Sprache und irgendwie muss er ja hier belügen, wisst ihr? Nein, das war komplett gut, wie es war. Ich wünsche mir für ihn und für mich, dass er eine gute Entscheidung trifft. Eine gute. Und was ist gut? Ich. Was ist schlecht? Jana Maria. Also man könnte auch einfach sagen, ich wünsche mir einfach, dass er die richtige Entscheidung trifft. Und wen nimmt er? Mich. Nein, eine gute Entscheidung. Wie bei der ersten Nacht. Geil, was macht die jetzt hier noch für einen Show-Moment? Sieh so, ich mach Slow-Mo. Komm her. Ey, was soll das? Sieh so, guck mich genau an, von oben bis unten. Heute ist alles on fleek. Lass dich begrüßen. Meine Name? Sehr aufgeregt? Mhm. Ich auch. Ich auch. Als ich dich das allererste Mal gesehen habe, ist mir ordentlich einer abgegangen. Hätte ich niemals gedacht, dass du mir einmal so wichtig sein wirst. Unsere Entwicklung? Ah, okay, guck mal, die machen jetzt Switch. Muss mir mal gucken, was für eine Frise man sieht von hinten, um zu wissen, mit wem er redet. War echt intensiv. In der ersten Nacht hast du mir echt ein Strahlen in die Augen gezaubert. Ich find's auch so geil, wenn ihr die einfach mal vergleicht. Die eine so, die andere so. Und ich wollte dich so schnell es geht wiedersehen. Nach der ersten Nacht wollte ich dich unbedingt wiedersehen. Halt, stopp! Jetzt sagt er schon wieder komplett dasselbe, oder was? Was soll das? Also komm, jetzt waren es nur zwei Mädels, da hätte man ja wirklich mal gucken können, dass man was anderes sagt, oder? So bei den letzten 24, okay, habe ich verstanden, mir würde irgendwann auch die Worte fehlen, aber jetzt? Weiß ich nicht, uncool. Ich hatte das Gefühl, okay, irgendwas hat sie, aber ich kann das noch 0,0 durchschauen und ich muss sie jetzt wiedersehen. Dann hatten wir das Wedding Date.
Wir hatten unser erstes Gespräch. Nach dem Gespräch war ich immer noch nicht viel schlauer. Super. Das läuft und läuft und läuft bei denen. Seit Tag 1. Ich musste dich aber wiedersehen. Ich hatte echt das Gefühl, so, sie hat irgendwas, weil das sehr, sehr einzigartig und besonders ist. Also, das nächste Date muss besonders werden. Ah, weil sie ist was Besonderes. Ab in den Heli mit der Alten. Wir beide sind dann Helikopterflügen gegangen. Und seit diesem Tag ist irgendwas mit mir passiert. Wir lagen da und das hat sich so gut angefühlt. In meinem Kopf ging nur vor, okay, Anna, 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 was machst du mit mir? Da war mir klar, die kriegt das Übernachtungsdate. Nach dem Date dachte ich mir, ey, wow, was eine Wahnsinnsfrau. Wirklich, also wir haben uns so gut verstanden. Hey, das ist doch auch wieder derselbe Bums. Und dann hat unsere Geschichte begonnen. Ich habe echt sehr oft an dich gedacht während der gesamten Zeit und wollte dir unbedingt näher kommen. Wollte dir unbedingt an die Wäsche. Nach Viva Mexico, wir haben uns das erste Mal geküsst. Und seit diesem Zeitpunkt sind so viele Gefühle in mir entstanden, die mir einfach immer wieder Recht darin gegeben haben, dass du echt eine wundervolle Frau bist. Und vielleicht verstehen auch Dritte gar nicht, warum wir uns so gut verstehen, aber das ist auch okay. Wer sollte das denn nicht verstehen, ganz ehrlich? Also sie doch blind und mit dem Krückstock. Warum sollte man dafür kein Verständnis haben? Warum? Das hat sie doch eben schon mal gesagt. Also das checke ich überhaupt nicht. Du hast von Anfang an dein Herz auf der Zunge getragen und bist diejenige, die sich hier von Anfang an direkt öffnen konnte. Und das habe ich direkt gespürt und hatte so ein gutes Gefühl die ganze Zeit mit dir. Ich hatte das Gefühl immer, dass du dich nicht so ganz öffnen kannst. Jetzt gibt's hier Textänderungen. Also jetzt gibt's hier, guck mal, das war die ganze Zeit so, alles gleich. Und jetzt geht's bei der einen in die Richtung, bei der anderen in die. Er hat also doch noch ein bisschen alternativen Talk drauf. Dann kam ein Wendepunkt. Der Wendepunkt, als du mir das Geschenk übergeben hast. Und du warst die ganze Zeit irgendwie immer so ein wunderschönes Bild, das ich vor Augen hatte. Aber es haben noch so viele Teile gefehlt, die ich im Laufe der Zeit jetzt einsammeln konnte. Aber wenn der gleich sagt, ne, du bist es nicht, dann ist es schon eine richtige Klatsche, weil du kannst ja nicht sagen, du hast ein wunderschönes Bild jetzt, wo ich dich kenne. Boah, das ist ja so mies, Alter. Und dann kam die Dream Date. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und ja. Hatten etwas Kopfschmerzen, aber es war trotzdem ein super, super schönes Dream Date. Warum hattet ihr Kopfschmerzen? Habt ihr zu viel gesoffen oder zu viel den Kopf an die Wand gebankt, wenn ihr versteht, was ich meine? Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten, das ist unglaublich. Zwei kleine Chaoten. Das sind einfach so viele Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, die verbinden uns. Mann, sorry Leute, aber irgendwie soll der jetzt mal langsam zum Punkt kommen. Die Spannung ist wirklich unfassbar. Und du hast mir echt die ganze Zeit immer das Gefühl auch von ein bisschen Sicherheit gegeben. Darauf konnte ich mich bis heute verlassen. Unser Dream Date hat nochmal alles verändert. Ach du Scheiße. Anna guckt auch nicht mehr so happy. Naja, hat sie eigentlich von Anfang an nicht. Du hast mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich all die Bedenken kurz vergessen hatte. Stimmt, das war echt nett. Jetzt sag's doch endlich. Aber wir haben auch Gegensätze. Okay. Sorry, aber es ist doch sowas von eindeutig, wer hier gleich gewinnt. Und dann hatten wir unser letztes Date. Das hat einfach mal wieder bestätigt, wie sehr wir beide auf einer Wellenlänge sind. Wir sind gegensätzlich in vielen Punkten. Ich bin so aufgeregt. Ja. Ich werde mich an diese ganzen schönen Momente, die wir hier zusammen hatten, immer und immer wieder zurückerinnern. Okay. Doch genau das ist das, was uns so besonders macht auch, dass wir uns ergänzen. Okay. Alles, was ich dir gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Meine Gefühle zu dir sind echt. Alter, aber wohin mit dir? Also, sie sagen, entspricht der Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Ich gebe eine staatliche Erklärung ab. Alles klar. Ich habe immer gedacht, gleich und gleich ist das Geheimrezept für immer. Aber ich habe gemerkt, dass mein Herz sich für Anna entschieden hat. Ich muss so kurz die Luft anhalten. Was geht hier ab für eine dumme Scheiße? Der verarscht die, oder? Und ja. Ich mich in Anna verliebt habe. Warte mal, jetzt ganz im Ernst? Mir ist echt die Spucke im Hals stecken geblieben. Ich habe wirklich gedacht, never ever. Und ich sitze hier noch, oh Gott, nee. Ja, fahr runter, Gras, beruhige dich. Ja. Ich bin ein bisschen sprachlos, Leute. Ich lasse jetzt die Einspieler für mich sprechen. Okay, und wieso hast du beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast? Mhm. Ich habe mich in dich verknallt. Was für eine dumme Scheiße, Alter. Schiebst dir den Arsch.
aber meine Gefühle für Anna sind noch stärker. Merci für nix, wirklich. Danke für nix. Boah, ey. Dann sag doch jemand nicht, dass du dich verknallt hast, verdammte Scheiße. Guck mal, Anna hatte das Date, danach Jana Maria. Da muss er ja schon da beim Date mit Anna gespürt haben, was er für Anna fühlt. Dann mit Jana Maria. Oh, okay, es ist nicht so stark. Da sage ich aber trotzdem, ich habe mich verknallt. Hallo? Alles für die alles für die Quote. Ey. Das, also. Ich muss weiter gucken. Sowas hätte ich niemals gedacht, dass es überhaupt mal so weit kommt, dass hier zwei Frauen sind, für die ich echt viel empfinde, ne? Wirklich. Und du stehst jetzt hier vor mir und es tut mir echt im Herzen weh. Okay. Wünsche ich so niemandem. Okay. Ja. Aber wieso hast du es dann beim letzten Date gesagt? Weil ich so empfunden habe. Glaube ich ihm auch, meine Güte, ich glaube ihm das auch. Aber allein diese Situation, das ist, nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, er weiß es auch selber. Du stehst hier und grinst? Okay. Was soll ich machen? Klatsch. Nein, ist okay. Scheiße, Leute, Abbruch, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr hier. Sehr schön war es mit dir. Mein Herz. Und die ganze Zeit. Auf jeden Fall, ich hatte auch eine super schöne Zeit mit dir, wirklich. Danke für die Zeit. Und viel Glück mit Anna. Alter, wie sie reagiert. Das ist auf jeden Fall keine Memme. Vielleicht hätte man erwartet, dass sie ausrastet, dass sie heult, dass sie sagt... Hey, brrr, Dominik, brrr. Und nein, sie bleibt komplett stark. Und das finde ich echt krass. Ja. Oh. Viel Glück. Ich bring dich trotzdem noch zum Auto, okay? Sie sagt in meine Hand, also nee, Jana Maria, die Zeiten sind vorbei. Es tut mir einfach leid. Ich kann nicht. Ich sag dir wirklich, alles, was ich dir gesagt habe, ist echt. Okay, ich habe nicht irgendwas gesagt hier, was ich nicht so empfunden habe. Du lügst atemberaubend gut. Komm, lass einmal stecken. Ich habe immer mein Bestes getan und ich habe das Beste versucht. Du hast recht. Weil du bist mein Traummann und du warst es wert, für dich zu kämpfen. Auch wenn es nicht gereicht hat, hat es nicht gereicht. So schnell kann es gehen. Er hätte Potenzial gehabt. Verkackt. Es zerbricht mir auch gerade das Herz wirklich. Es ist nicht einfach für mich. Also ich stehe hier nicht und kann das einfach so sagen. Mir geht's echt, mir geht's nicht gut. Eine Runde Mitleid. Ja. Ciao. Aber letztes Mal und jetzt verpiss dich. Ich fühle mich schon ein bisschen verarscht. Danke. Ich auch. Ich meine, ich hatte Gefühle für ihn. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich nicht so viel gegeben von mir und hätte ich auf keinen Fall so viel preisgegeben von mir. Scheiße. Ich bin froh, dass sie nicht geweint hat einfach so, ne? Das hat mir das Herz gebrochen. Der soll mir einfach nicht auf den Sack gehen. Ey, ganz ehrlich. Ich, Dominik, es geht gerade hier um Jana Maria. Das sind Gefühle und Gefühle kannst du nicht einfach abschalten, so, ne? Auch in diesen Momenten nicht. Das ist überhaupt kein Problem und absolut, ja, wo die Liebe hinfällt, ich verstehe dich total, absolut. Aber dann zieh nicht sowas ab vorher, verdammte Scheiße. Darum geht's. Warum? Aber es fühlt sich richtig an, auch wenn es eine super Frau ist, wie gesagt. Aber war ein scheiß Moment für alle auf. Es ist einfach so scheiße geworden, weil du noch sagen musstest, unbedingt, dass dich verknallt. Hättest du einfach stecken lassen. Ja, aber war dann okay. Ist okay. Ich glaube, den juckt's irgendwie gar nicht so richtig, oder? Der könnte ja wenigstens mal eine kleine Träne rausquetschen. Würde ich mich freuen. Ich glaube, das wird mir wirklich erst wehtun, wenn ich morgen im Flieger nach Hause sitze und merke, dass er nicht mit mir ist. Das glaube ich, das wird mich verletzen. Sehr gut gemacht, Baby. Sorry, aber die hat es wirklich toll gemacht. Ganz toll. Und ich finde es so krass, dass sie sagt, so wenn ich morgen im Flieger sitze und er nicht mit mir ist. Ich dachte so, wenn ich morgen im Flieger sitze und endlich realisiere, was für ein dummes Arschloch er ist. Er ist kein dummes Arschloch, aber man kann ja dann auch mal so Gefühle haben. In Jana Marias Position, finde ich. Und sie so, nein, dass er nicht bei mir ist, das macht mich dann traurig. Die ist einfach zu gut für diese Welt. Ich habe immer gedacht, gleich und gleich ist das Geheimrezept für immer. Aber ich habe gemerkt, dass wir in vielen Punkten unterschiedlich sind. Aber es auch ganz viele Punkte gibt, wo wir uns ziemlich gleich sind. Was seid denn ihr jetzt, gleich und gleich oder unterschiedlich? Oder 50-50? Und genau diese perfekte Mischung ist, glaube ich, das am Ende des Tages, was eine glückliche Beziehung ausmacht. Okay. Ja, hat er doch aber auch was gelernt hier auf seiner Reise. Ich will dir nur sagen, dass du eine echt besondere Frau bist. Und ich lieg abends im Bett und denk an dich. Und lass mir dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe. Okay. Ich mich
freuen würde, wenn du diese allerletzte Rose annehmen würdest und mit mir ein neues Kapitel startest. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Das wollte ich nur mal sagen, weil eigentlich war ich die ganze Zeit ja unsicher, ne? Die ganze Zeit, aber jetzt bin ich sowas von sicher. Also brauchst dir keine Gedanken machen. Wehe, du lehnst die Rose ab. Also, willst du diese allerletzte Rose annehmen? Oh mein Gott, waren die? Oh Gott, oh nein, habt ihr gesehen? So. Also entweder weint sie, weil ihr Gesicht sieht überhaupt nicht so aus, ne? Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber da waren doch kleine Tränchen gerade, die da runtergeglitzert sind, oder? Du weißt, dass du mich gerade zum glücklichsten Menschen auf dieser Welt machst. Ich mach mich auch gut. Ah, wir beide. Oh mein Gott. Okay, die sind wieder ein bisschen cringe, ne? Also ja, Anna kann ja einfach nur mitmachen. Ich meine, was soll die machen? Sagen Dominik, bitte nicht so cringig jetzt. Ey, ich höre, das ist dieser Moment, auf den ich so lange hingefiebert habe. Der hat auf diesen Moment so lange hingefiebert. Also wusste er schon länger, Anna wird's? Dominik, ganz ruhig hier. Willst du es dir jetzt wirklich auf den letzten Metern noch komplett verscherzen oder was? Und ich habe mich so in dich verliebt, oh mein Gott. Ich hab mich an dich. Okay, ja gut, ne? Glückwunsch von meiner Seite. Nee, also nochmal ganz kurz, ich freue mich für die beiden. Ich freue mich super auch für Anna. Ich finde es einfach nur, es hat jetzt einen bitteren Beigeschmack, weil der Jana Maria noch so unnötige Hoffnung gegeben hat. Wirklich unnötig. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich jetzt davon halten soll. Aber ich würde mal sagen, wir gucken ins Wiedersehen rein, weil das war es jetzt komplett mit Bachelor. Und begrüßen Frauke. Frauke, wie geht's dir? Wow, 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 was für ein Finale. Die hat echt ein bisschen zu viel Bachelor geguckt, ne? Wow, wow, so ein bisschen könnte von Dominik sein, straight out of his mouth. Freue mich sehr auf meine Damen. Herzlich willkommen. Hier ist Anna. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Jana Maria, Nele, hallo Franzi, hallo Emily und Christina Aurora. Warte mal, warum sind Franzi, Emily und Christina Aurora dabei? Das macht doch gar keinen Sinn. Hätten die mal irgendwen genommen, der noch weit drin war, oder? Herzlich willkommen. Hier ist Dominik. Hallo Dominik. Hey. Moment mal, die Mädels haben beim Briefing nicht aufgepasst. Da hat keiner geklatscht. Wie wild. Vielleicht war jetzt nicht mehr der Bachelor ist, ne? Kann sein. Was dann? Ja, bei dir? Ich finde es aber krass, dass da zu jeder geht und die begrüßt, ne? Das hat sein Vorgänger nicht gemacht. Ah. Jana-Marie immer noch am Lächeln. So, nimm Platz, bitteschön. Okay, Anna zieht schon eine Fresse, jetzt schon? Wie war der Moment? Ich hatte jetzt eben das Gefühl, du warst ein bisschen verhalten. Hattest du ein bisschen Angst, die Frauen wiederzusehen? Die hat richtig Angst, ey. Ihm schlottern die Knie ohne Ende. Nicht Angst, aber ich bin super aufgeregt, jetzt alle wieder hier sitzen zu sehen nach dieser unglaublichen emotionalen Reise. Und vor allen Dingen jetzt Frauke mal in Real Life zu sehen, oder? Das ist doch bestimmt auch ein absolutes Highlight. Meine Sugar Mama. Es ist natürlich ein ganz besonderer Moment gerade, ja. Komm, wir gucken jetzt mal seine Erinnerungen, aber auch nicht viel, weil den Bums haben wir ja in- und auswendig schon 50 Mal gesehen. Es hört sich immer noch so verrückt an, wenn ich sage, hey, ich bin der Bachelor. So, das ist für mich so, boah. Und da macht er die Arschbombe in den Pool, wie es sich für einen guten Bachelor gehört. Sex an sich ist meiner Meinung nach schon wichtig in einer Beziehung. Ich glaube, jede Frau hat einen Satisfier. Oh, bitte nicht, das war so ganz cringig, oder? Hast du auch einen Satisfier, ne? Ja, cool, der fällt dir. Mann! Was soll das? Also es soll auf jeden Fall kein Tabuthema sein, aber mir das vom Bachelor anzuhören, das ist auch nicht der richtige Weg. Komische Nummer. Also, du kannst doch eine Frau nicht fragen, ob die ein Sextoy hat. Stell mal vor, der wird so im öffentlichen Fernsehen gefragt, und hast du auch eine Gummimumu? Fragt man das? Ist das okay heutzutage? Bei RTL, ich dachte, das ist ein bisschen Stock im Arsch, aber okay. Du Scheiße, hast du das jetzt wirklich gesagt, Dominik? Ja. So, wir halten fest, der Bachelor ist andauernd und alle Frauen haben einen Satisfier. Wir müssen das unbedingt gleich besprechen. Bitte nicht. Mit welchen Gefühlen bist du denn eigentlich gestartet? Meint ihr eigentlich, der kannte keine von denen vorher? Nico kannte ja zum Beispiel Michelle schon vorher. Die waren ja schon, hatten sich ja schon auf Tinder kennengelernt, ne? Und er wollte, dass sie vorbeikommen zum Lernen. Für mich ist die Sache dann auch gegessen. Und so abwegig ist es ja nicht, ne? Dass man sich da schon vorher kennt. Also je nachdem, wie groß dein Tinder-Radius eingestellt ist. Ich würde sagen, das waren gemischte Gefühle. Sowohl positive, die Vorfreude, als auch ja, Respekt gegenüber dem, was es mit mir macht am Ende des Tages. Ja, und 24 Frauen, ja, 24 neue Gesichter, 24 ja. Namen. Also wie ist denn das da plötzlich, irgendwie einer solchen Situation ausgesetzt zu sein? Ich vermute mal, so hattest du das im wahren Leben noch nicht.
Tatsächlich noch nie, nein. Ja. Also ich bin echt ein Typ, der sich normalerweise auf eine Frau fokussiert. Das ist ein ganz besonderes Exemplar. Ganz besonders. Könnt ihr eigentlich mal eine Runde klatschen. Und wenn er eine Frau toll findet. Ach, guck mal, Anna, ne? Anna guckt nicht glücklich, finde ich. Oder sie guckt halt wie immer, ne? Halt keine Emotionen. Mann. Ich habe Angst, dass sie nicht mehr zusammen sind. Dann gibt's für mich auch gar nicht irgendwie, dass ich nach links oder nach rechts schaue. Und hier war ich einer Situation ausgesetzt, wo ich ja letzten Endes diese Prinzipien, die ich sonst im Alltag trage, mich auf eine zu fokussieren, über Bord werfen muss. Ja, ist doch auch okay, aber nicht so hardcore, Alter, über Bord werfen. Der einen dann sagen, ich bin verknallt und der anderen wahrscheinlich dasselbe. Mann, ich komme darüber nicht hinweg. Aber das habe ich mich wirklich als Frau gefragt. Geht das, dass man innerhalb kürzester Zeit doch für unterschiedliche Frauen auch ja, Gefühle entwickeln kann? Und das hat die Frauke sich nämlich als Frau gefragt. Nee, also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist. Tatsächlich war das auch eine Frage, die ich mir selber auch immer gestellt habe. Ne? Also ich, und wie hast du sie beantwortet? Ja, indem ich das am eigenen Leib erlebt habe. Ne? Das klingt ein bisschen wie so ein menschliches Experiment, oder? Also wie intensiv die Zeit dort ist, die ganzen Dates, die wir haben, diese Erlebnisse, die wir zusammen ja, durchmachen, die verbinden und lassen natürlich auch Emotionen und ja, Gefühle hervorrufen. Kann man ja ganz kurz mal über die Situation reden, dass er einfach, guck mal, er nimmt mit seinem breitbeinigen Schritt so viel Platz ein wie Jana und Anna gemeinsam. Jana sitzt fast schon auf dem Tisch. Und musste ihre Beine überkreuzen und der sitzt da breitbeinig wegen seinen dicken Eiern. Also, was soll das? Da bin ich ganz ehrlich. Bei dir, Jana Maria, ne? Bei dir hatte ich sofort den Eindruck, du findest ihn ganz, ganz toll. Also war das sowas wie Funkensprühen auf den ersten Blick? Irgendwie schon, von meiner Seite aus, ja. Und was war das dann? Die Optik oder das Gefühl? Was war das? Ja, zuerst war es die Optik auf jeden Fall. Und dann haben wir auch ein bisschen gesprochen und dann hat es irgendwie... Ich fand den einfach super. Oh, der hat irgendwie Zoom gemacht. Guck mal, es ist überhaupt nicht bitter, ist gar nichts. Sie ist völlig noch so, ja. Den Moment habe ich halt so gefühlt. Und das ist doch schön. Warum sollte man auf einmal scheiße sein? Klar ändern sich wahrscheinlich ein paar Dinge, ne? Und man kann sein Wort jetzt auch im Endeffekt nicht mehr so ernst nehmen. Aber es ist halt auch eine Art und Weise, jetzt mit so einer Situation umzugehen. Und das finde ich eine tolle Art und Weise. Sehr unterschiedliche Gefühle, klar, sehr unterschiedliche Menschen. Aber eines eint euch, ihr habt alle einen Satisfier. Jetzt reden die wirklich noch mal darüber. Ja, das ist wie Achterbahn, du brauchst einen Führerschein hier. Nein. Nein. Christina Aurora, du bist die Einzige, die keinen hat. Die ist die Einzige, die irgendwas dazu antwortet, Alter. Was für eine unangenehme Frage. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Sorry, was? Okay, alle haben eine, Dominik gesagt. Du auch, Frauke? Nein. Jetzt hat er die Frauke gefragt. Das ist wie seine Mutter fragen. Selbstverständlich. Aber natürlich. Na also dann. Und da kann ich jetzt wieder 5 Tage nicht schlafen, deswegen. Eigentlich bin ich wirklich schockiert. Du kannst doch Frauke Ludewig nicht fragen, ob sie einen Satisfier hat. Also, Respekt. Ja, aber woher weißt du das eigentlich? Na, manchmal hebt man sich. Manchmal hebt man sich? Was meinst du damit? Es war eine These, die ich aufgestellt habe, ach, aber oh. Da gar nicht drüber nach. Ich fand den Moment super, weil es war etwas sehr Lustiges und es hat Stimmung in die Bude gebracht. Man muss aber sagen, es war natürlich, wurde nicht die ganze Zeit so gelacht, ja, wie wir das jetzt hier vielleicht auch über diese Frage tun. Bam! Die ist ja geil! Die macht hier die Überleitung vom Satisfier alle hihihi. Und jetzt geht's ab. Hier gibt's nicht immer was zu lachen. Jetzt kommen nämlich mal die Fakten wieder auf den Tisch und ihr alle mal runter auf den Teppich. Eine Spaßveranstaltung ist das ja heute nicht. Es gab da tatsächlich Missgunst und Intrigen und Lügen und war nicht immer alles so harmonisch in der Villa. Wir gucken mal. Okay, okay. Haben wir auch schon viel von gesehen. Ich zeige euch jetzt nur noch mal ein bisschen, damit ihr reinkommt, ja? Schlag ein paar Mal drauf. Hast du mir gerade das Messer in den Kopf geworfen? Oh mein Gott, so weit kommt's noch. Also ich kann meinem eigenen Arsch hier vertrauen. Dann auch Ende Gelände. Kann mich nicht erinnern. Mir warst du harmonisch. Sorry, aber jetzt darüber zu lachen? Ich kann mich nicht erinnern. Ist die absolut schlimmste Reaktion, die man hätte machen können, oder? Wir sind neu. Cool. Ich find's halt kacke, wenn hier so zwei neue reinkommen. Okay, Emily ist halt einfach genau derselbe Schlag wie Christina Aurora, ne? Wundert mich das? Natürlich nicht. Guten Tag. Kurze Frage. Ja?
Ich weiß nicht mal, was du machst oder sonst was. Ja. Ich weiß nicht mal, wie alt du bist. Ja. So, das sind so Sachen, ich kann dann einfach nicht mit jemandem im Bett teilen. Aber wenn ich wüsste, wie alt du bist und was du machst, dann wäre das überhaupt kein Problem. Alter, wen will die verarschen? Okay, krass Aussage. Dominik schon wieder gar nicht begeistert. Ich finde, es ist so asozial. Ich finde das auch asozial, Alter. So verhältst du dich nicht, Fräulein. Danke. Jetzt bin ich die blöde Bitch, weißt du? Ich hab keinen Bock, im Fernsehen jemand auf die Fresse zu schlagen. Halt deine Fresse. Ja, fuck off, Mädchen. Du kannst jetzt gucken, was du zu essen kriegst. Ganz ehrlich, koch's dir selber. Okay, ich verstehe jetzt auch, warum die diese drei Mädels eingeladen haben, um einfach nochmal diese hervorragenden Szenen von Christina, Aurora, Emily und Franzi zu zeigen. Mein RTL. Ja. Wie rechtfertigt man sich denn da? Gibt es da vielleicht eine Entschuldigung oder was? Gucken wir mal. Du hast das natürlich jetzt alles erst im Nachgang dir auch angucken können. Warst du auch ein bisschen überrascht, jetzt habe ich den Eindruck. Ja. Zieh mal Stellung hier. Ich sag mal so, die eine oder andere Aktion, Christina, glaube ich, kann ich jetzt, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, ne, die da passiert ist. Welche denn? Ich glaube, die mit Chiara, die fand ich... etwas uncool, gut, das aber kannst gut du nicht passiert. Nachvollziehen, warum ich so entschieden habe und das brauchst du auch nicht. Was labert die? Es geht doch nicht um dich in dem Moment, warum du so reagiert hast, sondern dass du so einem fremden Menschen gegenüber trittst und dich so verhältst. Und dann kann es eigentlich scheißegal sein, warum du das machst. Du hast kein Recht, jemanden so vom Kopf zu stoßen, jemanden so zu verletzen, jemanden so schlecht fühlen zu lassen, nur weil du ein scheiß eigenes Problem hast, Alter. Kann ich dir offen sagen, ich fand's einfach nicht cool und es ist auch okay so, ne? Ohne Scheiß! Also nö, du darfst hier keine Meinung haben. Ganz Deutschland darf sich da keine Meinung drüber machen, weil nur ich weiß die Wahrheit. Hä? Egal was für eine Wahrheit, so geht man nicht mit Menschen um, Christina Aurora. Und jetzt bis heute nicht verstanden. Wie traurig das ist. Kann ich verstehen, wenn du es nicht weißt, was dahinter ist, oder warum ich eben so entschieden habe. Warum denn nicht? Warum durfte sie denn nicht? Ah, ja, danke, Frauke. Ganz ehrlich, warum? Das hatte nichts mit Chiara persönlich zu tun oder sonst was. Es hätte egal, wer jetzt sein können, der da reingekommen ist. Genau. Ich könnte gerade ausrasten, wirklich. Aber ich sag's mal so, wenn man in seinem Leben mal Erfahrungen gemacht hat mit fremden Menschen, die halt so weit Wunden hinterlassen oder einfach so verletzend sind, dann kann man Nähe vielleicht einfach mit Menschen nicht zulassen, die man jetzt nicht so gut kennt. Aber die anderen Mädels, die anderen 24, die kannte sie ja total gut, ne? Die kannte sie total gut. Und deswegen war das ja auch kein Problem, mit denen in einem Bett zu schlafen. Und auch wenn ihr jetzt kommt und sagt, ja, aber die haben doch vorher im Hotel verbracht, die wird kein Einzelzimmer gehabt haben, Christina Aurora. Es wird der Moment da gewesen sein, wo sie mit einer fremden Person im Bett schlafen muss. Das ist halt so, wenn du bei so Formaten mitmachst. Da sage ich ganz ehrlich, wenn du so ein Trauma hast, dann mach nicht da mit. Weil wenn andere Leute so darunter leiden müssen, fremde Leute, die dir nichts getan haben, dann ist das echt ein Fall für einen Psychologen. Halt einfach dein Maul. Franzi, du wurdest ja auch hin und wieder missverstanden. Es gab Tränen, ihr habt gestritten. Wie ist dann diese Situation auch in so einem Haus zu handeln? Ja, es ist sehr schwierig, sage ich mal, ne? Weil es war ja nicht nur der Streit zwischen mir und Christina Aurora, sondern dann war auch Christina Shakira mit involviert. Dann haben sich auch wieder ganz andere Mädels mit da eingemischt, die überhaupt gar nichts da... Die hatten gar nichts damit zu tun. Also ganz ehrlich, du und Emily, ihr wart doch wirklich diejenigen, die da am meisten Wind aufgewirbelt haben. Oder Sand? Also tu bitte nicht so. Ja, mit zu tun hatten. Und ich glaube, genau deswegen ist auch dieser Streit entstanden im Endeffekt, weil so viel aufgebauscht worden ist, so viel geredet worden ist. Stille Post, ne? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so geknallt hat dann. Es ist scheißegal, im Endeffekt war es einfach Kacke von euch, period. Seht's doch einfach ein. Es gab unheimlich viel zu besprechen zwischen euch. Es gab Streitigkeiten, aber es gab natürlich auch die Situation, da kam Dominik ins Kreuzverhör. Dominik ist doch das ein oder andere Mal so ein bisschen ins Schwitzen geraten, würde ich mal sagen. Wir schauen mal. Nee, das schauen wir uns jetzt nicht nochmal an. Das sind halt einfach, keine Ahnung, dass die fragen, willst du Kinder, bin ich zu jung für dich, bin ich zu alt, was weiß ich. Man muss es wirklich sagen, knallharte Fragen gestellt von unseren Frauen. Ja, Frauke, frag doch auch mal hier was Knallhartes. Frag doch mal Nele, wie jetzt die Freundschaft zwischen Anna und Nele ist. Das würde mich ja mal interessieren. Aber auch das wird brechen. In dieser Staffel, ich habe alle Staffeln, ich habe jede Folge gesehen. So habe ich das echt noch nie erlebt. Ich fand das cool. Also, will die uns jetzt echt sagen, 2022 sind wir jetzt endlich soweit, dass die Frauen sich trauen, den Bachelor ins Kreuzfeuer zu nehmen? Danke ich dazu.
Da haben wir doch wirklich was erreicht im Leben, oder? Geil, Hammer! Wie schwer ist das eigentlich? Du musst ja als Bachelor irgendwie dann doch auch versuchen, jeder irgendwie gerecht zu werden. Oder geht das gar nicht? Da bin ich mal gespannt. Ne? Das ist so eine Frage, als ob ich die Antwort kenne. Jeder Frau gerecht zu werden, ist, glaube ich, nahezu unmöglich. Ich bin ein Mensch, der es hasst, andere irgendwie zu verletzen. Und ich probiere echt mit meinem Gerechtigkeitssinn, es irgendwie so gut es geht, auch den Frauen natürlich dann ein gutes Gefühl zu vermitteln. Das passt nicht zusammen, was du sagst. Du willst niemanden verletzen, willst den Mädels aber auch ein gutes Gefühl vermitteln, dass er dann auch irgendwie geheuchelt ist. Damit verletzt du aber jemanden. Da sollte er nochmal drüber nachdenken. Bringt mich natürlich ab und zu auch dann in die Situation, dass ich teilweise auch gleiche Dinge sage. Ja. Ah, aber im Finale? Come on. Kam das denn bei euch an? Er hat ja wirklich manchmal unterschiedlichen Frauen dieselben Dinge erzählt. Ich habe das so ein bisschen... Ich hab gedacht, das sind Männer. Männer machen das schon mal so. Hat so ein bisschen eine Strichliste geführt, hat sie alles aufgeschrieben, ne? Das waren immer dieselben Sätze. Aber wie ist das bei euch angekommen, Christina? Wir haben das ja gar nicht live vor Ort miterlebt. Vor allen Dingen hat er zu dir doch gar nichts gesagt, was er auch zu den anderen gesagt hat, oder? Habe ich da was verpasst? Wir haben es aus Erzählungen gehört, ne? Ja, so. Aber also, das, ich glaube, in Dominiks Haut, wenn man dort ist und man hat so den einen Gedanken, der einem schießt, dann ist wahrscheinlich die Wortwahl einfach immer dieselbe. Aber man, vielleicht ist das eine Gefühl bei der einen ein bisschen anders als das bei der anderen, aber es gibt nur drei Worte, um das zu beschreiben. Sag mal, hat Emily da irgendwie einen Plan, den sie verfolgt? Den Bachelor jetzt im Nachhinein nochmal klar machen? Okay, die glaubt also nicht daran, dass die beiden noch zusammen sind, oder? Also was für eine Frechheit! Bodenlose Frechheit! Warum tut ihr jetzt so nicht? So verständnisvoll auch. Auch bei dir, Anna, bist du da genauso verständnisvoll wie Emily? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass er bei mir immer noch mal ein paar andere Worte gefunden hat. Von daher kann ich das jetzt nicht so... Also natürlich... So. Was labert die? Die hat zu Jana Maria und ihr also absolut dasselbe gesagt. Sie so, ich lebe weiterhin in meiner Bubble. Ja, mach doch. So, im Nachhinein denkt man sich auch, okay. aber ja. Aber jetzt hat der Anna wenigstens mal gelacht. Die hat ja die ganze Zeit überhaupt keine Emotionen. Ich frage mich halt wirklich, sind die zusammen oder nicht oder wie oder was? Also, was ich da sehe bislang, nein. Auf keinen Fall. Beide so eine Fresse. Glücklich sieht da keiner von denen aus. Also, Jana Maria sieht glücklich aus. Aber sonst? Nee. Anna, du warst ja zu Beginn eigentlich gar nicht so präsent. Hast du das selber auch so empfunden? Frau, geh noch mal rein in die Wunde, klar. Ja, aber ich hatte das große Glück, dass ich dann relativ schnell bei vielen Gruppendates dabei war. Und das hat mir zum einen natürlich gezeigt, okay, das scheint irgendwie Interesse da zu sein. Also ich bin jetzt nicht unsichtbar und hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht so viel in der Villa ist und nicht so viel irgendwie mit seinem Kopf zu tun hat. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Mann, dieses SSS, also Oder kann das auch passieren, dass man zwischendurch das Gefühl hat, ich verliere jetzt hier den Anschluss? Also man muss ja irgendwie dann auch was dafür tun, dass er einen auch wahrnimmt, oder? Die Frau kann es gar nicht glauben, dass Anna gewonnen hat. Sie so, warum? Was war dein Geheimnis? Ja, das waren so kleine Sachen, wo ich versucht habe, ihm zu zeigen, dass Interesse da ist. Sei es mal einfach ein kleiner Grabscher an den Popo, wenn er sich wieder beim Buffet bedient. Hey, let's go for it, lass heiraten. Das Gespräch suchen, sei es irgendwie auf dem Boot mal die Hand zu nehmen, dass man zusammen irgendwie runterspringt. Das sind einfach so minimale Kleinigkeiten, ey. Da hat, glaube ich, jeder auf dem Sofa mehr gemacht, als sie. Pernille sieht auch aus, ne? So, ach komm, haltet doch einmal in die Schnauze hier. Natürlich merkt man, okay, da sind schon drei Küsse gefallen und irgendwie denkt man, passiert da noch was? Aber ich wollte das Ganze natürlich irgendwie seinen Lauf lassen und einfach gucken, was passiert. Ja, okay. Das finde ich aber auch gut, dass sie da jetzt nicht so tut auf, oh, ich finde den auch ganz toll, obwohl es stimmt. Ach Mann! Jana Maria, wann wurde dir klar, dass Anna irgendwann mal die Hauptkonkurrentin wird? Ist das eine spannende Frage? Ja, ein bisschen mehr, ne? Ganz schön früh, weil er sie dreimal hintereinander auf ein Date eingeladen hat. Und mit welchen Gefühlen hast du dann auf Anna geblickt? Weil man will ja noch mal rauskitzeln, ob sie jetzt eine eifersüchtige Dumme ist oder nicht. Ist das so eine Art Eifersucht? Eigentlich ganz normal, weil ich bin nicht so ein negativer Mensch, der dann irgendwie was Schlechtes ihr wünscht oder so. Es ist wirklich so. Sie hat uns auch bewiesen in ihren Taten, in ihrer Reaktion beim Finale, dass sie herzensgut ist und wie dieser jetzt auch sitzt neben Anna. Guck mal, sie ist die Verliererin und lächelt und ist positiv und Anna sitzt da so und
sieht aus, als wäre sie die Verliererin. Das kann ich mir halt wirklich nur erklären damit, dass er sie nicht genommen hat. Hallo. Wunderschöne Frau, hallo. Jetzt guck mal, jetzt gucken die sich nochmal hier Sachen an. Also die ganzen Momente der Finalistinnen. Ich suche den Blickkontakt zu ihr, aber sie erwidert ihn nicht. Ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn ich jemanden toll finde. Und dann sah er auch noch so schön aus ohne T-Shirt. Sorry. Ach geil, die Mom sagt, man, sie sagt sorry. Sorry, Anna. Ich weiß, es ist dein Boy. Ich glaube, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen. Und er lacht auch. Und jetzt gucken wir sich dann gemeinsam nochmal die Titten von Jana Maria an. Also das ist sehr geschmackvoll. Heiß. Du hast mein Interesse wirklich krass geweckt. Ich will sie echt aus ihrer Reserve so ein bisschen locken. Ich tauche halt langsam so ein bisschen auf. Und ich glaube, das merkt er auch. Nach dem schönen Date von Anna machst du ein Date mit mir. Das war ja wohl die absolut angenehmste Situation von allen, oder? Kannst du dann abschalten und nur auf mich dich fokussieren? Wow, wow, wow. Guck mal, da lacht er selber. Anna lacht überhaupt nicht, Jana Maria lacht. Oder meint ihr, der hat Jana Maria nach dem Finale? Hallo? Hola, guapa? Ich bin wieder zu haben. Wow, wow. Ich meine, bin ich schon sehr direkt. Tut mir leid. Mann, jetzt entschuldigt sie sich dafür, dass sie manchmal so direkt ist. Das ist doch gut. Das ist gut. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß nicht, was Anna und Dominik zusammen auf dem Date gemacht haben, weil ich war nicht dabei. Schön, du hast gestern mit Anna geschlafen. Ach so, im Bett? Ja, geschlafen. Ach, hat Anna so ja gesagt? So, da hast du mich noch weggeflankt und jetzt hast du mich wieder abserviert, du Arsch. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau gehabt und die hat mir gesagt, dass du ja, mehr oder weniger so über meine Dance Moves auch lachst. Ach, diese ganze Situation nochmal, ne? Okay, warte. Warte mal ganz kurz. Ich find's nicht gut, wenn die anderen Mädchen über dich lachen. Was? War das so eine kleine Backpfeife für mich? Das ist so. Weiß ich nicht, so schräg irgendwie. Ich hab nicht gesagt, dass du es gesagt hast. Alter, antworte doch wenigstens Anna. Kannst auch nicken oder ja oder was weiß ich. Ich find's einfach traurig. Ich find's traurig, dass Jana Maria sich jetzt bei ihr entschuldigen muss für was, was sie nie gemacht hat, was Dominiks Fehler war. Weil er hat's falsch weitererzählt. Und dann ist da auch noch, keine Ahnung, so eine Jana Maria, die einfach da von der anderen so einen Korb kassiert. Einfach so eine Antwort, bist du nicht würdig genug. Oh. Das bricht mein Herz. Jana Maria, erinnerst du dich an den Moment, als Dominik vor dir stand und gesagt hat, dass du es nicht bist? Ich habe schon gesagt, dass ich die Rose bekomme. Period. Weil er ja auch beim letzten Date gesagt hat, dass er sich verliebt hat. Aber es war jetzt nicht so schlimm für mich. Ich habe jetzt nicht geheult oder so. Aber warte mal, jetzt hat sie gesagt, verliebt. Ich hatte ihr ja auch gesagt, er war verliebt. Wir wissen es nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht mal traurig. Aber ich finde es gut, dass Dominik sie wenigstens angucken kann, wenn sie redet. Oder? Ich habe mit dem Kapitel Dominik abgeschrieben und irgendwie kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Krass. Sie so, Trauma, it in, motherfucker. Ist das so ein bisschen so ein Verdrängungsprozess, der irgendwann vielleicht doch nochmal aufgearbeitet werden muss? Frauke, so deep? Das wäre heute die Gelegenheit dazu, weil man sieht es dir ja so sehr an. Wie, man sieht es dir ja so sehr an? Was sieht man ihr so sehr an? Dass die einen Verdrängungsprozess hat? Ich finde, man sieht dir das nicht an. Bei mir ist es so, ich verlieb mich sehr schnell, aber ich entverlieb mich auch sehr schnell wieder. Ah, super. Deswegen. Aber nicht in der Sekunde, als er gesagt hat, du bist es nicht. So schnell geht es denn doch nicht. Nein, nicht ganz so schnell, aber so nach 3-4 Tagen war das auch okay. Sie so, ja, ich wollte ihn auch nicht mehr. Jetzt im Nachhinein, eigentlich will ihn keiner mehr, ne? Meint ihr, die Mädels sind gut jetzt so im Nachhinein? Denken gut über Dominik oder eher, nee? Dominik, wie sieht das bei dir aus? Also, Jana Maria kann sich total schnell entlieben. Ja, also, ich finde das... Wenn du jetzt heute diese Bilder auch siehst, ich meine, da war ja irgendwie auch was. Ne? Ja, kann man ja nicht verleugnen, dass da nichts war, ne? Also, deswegen... Ja, also wenn sie sich innerhalb von 3 Tagen wieder entverlieben kann, ist ja alles gut so. Dann war es vielleicht auch die richtige Entscheidung, dass du sie nicht genommen hast. Dann war es am Ende des Tages tatsächlich die richtige Entscheidung. Ja, ja, weil irgendwie war es ja dann vielleicht doch irgendwie bedeutungslos. Ist ja auch so ein bisschen traurig, wenn man das heute hört, oder? Geil, Frauke, so und kratzt's am Ego, Fräulein, kratzt's. Traurig bin ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe ja meine Rose zu guter Letzt nicht Jana Maria gegeben, sondern Anna. Und deswegen gibt es keinen Grund der Traurigkeit aktuell. Aktuell, aber du siehst aus, als würdest du gleich losheulen. Anna, wie war der Moment für dich? Ich hatte ja zwischendurch das Gefühl,
Du sahst sogar in so ein paar Sekunden eher unglücklich aus, dass du gar nicht damit gerechnet hast, dass du die letzte Hose bekommst. Das klingt jetzt total blöd, aber ich war tatsächlich zur Entscheidung nicht mehr wirklich aufgeregt, weil ich mir gesagt habe, das bin ich irgendwo mir auch schuldig, meine Gefühle offen auszusprechen. Und ich habe bis dahin wirklich alles getan, was ich tun kann. Warte mal, redet die über dieselbe Staffel, die wir jetzt geguckt haben? Die hat alles getan, was sie kann und so? Okay. Ja, und dann habe ich das einfach so angenommen. Hm. Dominik, gab es bei dir Momente der Unsicherheit oder wann war der Moment da, als dir klar war, du gibst Anna die letzte Rose? Tatsächlich war Anna relativ früh schon sehr präsent in meinem Kopf. Aber mir waren noch ein paar Fragezeichen im Kopf, die ich gerne mit Anna klären wollte. Vor allem, was unsere Zukunft angeht. Da war es mir einfach wichtig, dass außerhalb dieser Reise die Beziehung einfach auch eine Zukunft hat. Aber das klingt jetzt sehr pragmatisch, Dominik. Ja, also hätte sie jetzt gesagt, ich mache das Sabbatical, 3 Monate, da hätte ich sie nicht genommen. Hätte ich Anna Maria genommen, oder was? Ich muss jetzt, also, weil es uns Frauen einfach auch interessiert, wann ist der Moment da, an dem der Mann sagt, und das ist ja nicht nur beim Bachelor, an dem das Herz irgendwie sagt, hey, die Frau. Ich finde es einfach geil, denn das ist wirklich nur die Frau interessiert. Das war tatsächlich das allerletzte Date, das wir zusammen hatten. Oh, Dominik, bitte nicht. Bitte nicht. Das hat man auch gesehen. Das hat man auch gesehen. Ja. Hat man gesehen? Ja. Wie, das hat man auch gesehen? Was labern die? Haltet doch mal eure Schnäbelder auf den billigen Plätzen. Guck mal, Frauke, völlig schockiert. Ja, wir haben das gemerkt beim Date mit Jana Maria, als sie da zusammen auf dieser Bank lagen und die gemeinsamen Momente angeguckt haben. Am Gesichtsausdruck war so abgeklärt, so okay, ich besänftige dich jetzt so noch ein bisschen und... Ach, jetzt hat sie es auf einmal gemerkt, Emily, ne? Aber eben hat sie noch probiert, sich einen Dominik von hinten klar zu machen. Und ihr habt auch perfekt harmoniert. Jana. Also, ich habe mit euch mitgefühlt. So, wir haben alle mitgefühlt. Das ist einfach auch wieder so süß. Guck bitte, Anna. Keine Miene verzieht, die guckt einfach nur so von wegen Jana halt einfach die Schnauze. Ich bin froh, wenn es hier gleich vorbei ist. Ich meine, klar, wenn sie nicht mehr zusammen sind, dann ist es nicht witzig, da zu sitzen. Ich verstehe das auch. Aber sie kann doch wenigstens mal ein bisschen nett zu Jana Maria sein. Sie so, nee, ich nehme Komplimente generell nicht von irgendwem. Egal was, Mann oder Frau, Hund oder Katz, ist mir scheißegal. Ja. Aber können wir noch mal ganz kurz zurück zu Dominik. Also er weiß es seit dem Date mit Anna. Und da sag ich, das ist ziemlich uncool. Weil danach kam ja noch das Date mit Jana Maria und ihr wisst, was er da gemacht hat. Schenkelgrapschen. Er hat sie so auf seinen Schoß gesetzt. Die haben noch geknutscht. Er hat gesagt, er ist verknallt. Verdammte Scheiße. Ach Mann. Die Dreharbeiten, die liegen ja nun schon ein paar Wochen zurück. Und dann ist es eben das andere, kann man diese Liebe auch halten? Ihr zwei habt uns jetzt ein paar ganz private Bilder mitgebracht. Und da lässt sich schon so ein bisschen erahnen, was dann passiert ist. Jetzt gibt's hier Home-Videos. Home-Videos! Mhm. Ich hoffe, ein bisschen auf Pamela Anderson angelehnt, wenn ihr vorsteht. Und wir wollen euch heute mal erzählen, wie Anna und ich die Zeit nach Mexiko verbracht haben, wie das alles jetzt mit uns weitergeht, unsere Pläne sind. Ja, hoffentlich, ne? Okay, also sprechen tut's immer noch nicht viel und wenn, dann einfach Dominik platt machen. Ich lieb's. So, wir sind gerade auf dem Weg von Hamburg nach Frankfurt. Mit Katze. Anna hat ja schon angekündigt, die beiden gibt es nur einen Doppelpack, deswegen Kenny ist auch mit dabei. Was machen wir den ganzen Tag? Ich glaube, wir haben den Hund verloren, wo ist er? Wie, die haben einen Hund und eine Katze? Oder gehen die jetzt gerade mit der Katze spazieren und tun so, als wäre es ein Hund? Elli! Alter, da ist direkt eine Straße und ihr habt den Hund verloren, ey. Kommt mal klar. Ey, krieg ich Herzrasen. Ansonsten spielt sich das Leben eigentlich hauptsächlich zu Hause ab, würde ich sagen. Ich bin noch nicht drin! Ach du Scheiße, er ist noch nicht drin. Kochen. Und Dominik kocht. Was hast du mit ihm gemacht? Wie, was hast du mit ihm gemacht? Als ob sie Emily so ihn so richtig gut kennt und gekocht hat er für mich in den all den 10 Jahren noch nicht. Wer ist mit Aufräumen dran, Anna? Wer? Du. Ich? Ja. So wie immer. So würde ich es jetzt nicht sagen vor der Kamera. Staubsaugen. Hm. Hey, der ist der Hausmann, ey. Die hat den richtig unter Kontrolle. Der kocht für die Putz, für die ich liebe das. Ja, und natürlich auch Bachelor gucken, ne? Ach du Scheiße, ja klar. Boah, dann gucken die sich jede Folge zusammen an. Das ist ja... Das könnte ich nicht. Dafür, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen, gehst du mir noch wenig auf den Sack. Das ist dein Ernst gerade. Das ist dein Ernst. Ja, ey, die macht den immer platt, ne? Fertig vor der Kamera, um auch wirklich jedem immer zu zeigen, wer hier die coolere ist von beiden.
Ja. Macht's gut. Macht's gut, hast du eben gesagt. Wir wollen jetzt erstmal wissen, ob ihr es wirklich gut macht. Ach, guck mal, jetzt grinsen sie. Die grinsen endlich. Jetzt wird, glaube ich, die Frage gestellt. Aber wenn die nicht zusammen sind, dann fresse ich einen Besen. Und da frage ich mich, warum dann die ganze Zeit so ein Pokerface unnötigerweise? Warum nicht mal ein kleines Lächeln für Jana Maria oder was weiß ich? Also, warum muss man die ganze Zeit da sitzen und gucken, als würde man gleich anfangen zu heulen? Ich check's null. Anna und Dominik, die Frage aller Fragen. Am Ende einer jeden Bachelor-Staffel seid ihr zwei ein Paar? Oh, jetzt geht's los. Ich glaube, da sagen Taten tatsächlich mehr als 1000 Worte, deswegen... Deswegen, Klatsch! In Fabio, ne? Ihr wisst, das wäre so geil. Oh. Ah, guck mal, jetzt hat sie richtig mal den Mut zusammengenommen. Sie ist eine Macherin, Leute. Sie ist eine Macherin, sie redet nicht nur. Deswegen jetzt auch hier der Kuss. Wow, einfach wow. Aber was ich mich frage, warum sitzt sie dann die ganze Zeit mit so einer Fresse da? Als würde sie gleich anfangen zu heulen. Wollte sie uns verarschen? Also war das so Pokerface-mäßig? Oder ist sie wirklich so? Also, ich finde auch, er sah überhaupt nicht glücklich aus. Also überhaupt nicht, voll die Augenringe und so. Meint die, sind überhaupt zusammen? Oder die waren so, oh scheiße, jetzt das Wiedersehen. Du weißt schon, dass Frauke dann fragt, ob wir zusammen sind oder nicht. Ja komm, wir sagen es einfach. Und danach gehen wir zum Sommerhaus der Stars. Ja. Wir sind zusammen, sind sehr, 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 sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr, sehr verliebt und könnte mir tatsächlich niemand Besseren an meiner Seite vorstellen. Oh. Okay, guck mal, jetzt lächelt sie wenigstens, jetzt glaube ich sie auch. Ach, das ist doch schön. Und sehr, sehr, sehr ist doch auch, ist zwar immer dasselbe Wort, aber es ist ein weiteres Wort im Wortschatz. Ich bin auch super, super glücklich mit Anna. Ihr müsst euch vorstellen, wir kamen aus Mexiko zurück und seitdem sind wir echt ununterbrochen zusammen. Wir haben uns... ich glaube, 2 Wochen war sie mal im Ausland kurz. Warte mal, 2 Wochen war sie mal im Ausland kurz. War das das Sabbatical jetzt, das sie dann gemacht hat? Könnte sein, ne? 2 Wochen hat sie bekommen. 3 Monate? Du spinnst ja wohl. Hier, kennst du 2 Wochen, kannst du irgendwo hinfahren. Und das war's. Aber auch schön. Und seitdem hängen wir echt 24 Stunden zusammen, also über Monate jetzt eigentlich schon hinweg. Und wir hatten echt keinen Konflikt, also das läuft 1A. Und ich freue mich schon so sehr darauf, wenn wir beide einfach auch uns draußen sehen lassen können und einfach mal normal essen gehen. Okay, macht, freut ihr euch. Aber hey, die hat noch keinen Konflikt. Also wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen? Das ist irre. Aber auch so genieße ich jede Minute mit ihr und sie ist die perfekte Frau für mich. Das geht jetzt ja auch alles, ne? 24 Stunden, was macht ihr denn die ganze Zeit? Was macht er denn die ganze Zeit? Mhm, den Satisfier benutzen, Frauke, was denkst du? Wir sind dabei, eigentlich zusammen gerade eine Wohnung einzurichten. Alter, Dominik, der hat schon so frech gegrinst. Er wusste nicht, was sage ich jetzt? Sage ich die Wahrheit oder lüge ich? Also die Wahrheit wäre der Satisfier. Genau. Das ist so dann Frankfurt mein Part. Oder Hamburg? Frankfurt tatsächlich. Also da muss ich mal kurz sagen, die Hose ist ein bisschen eng im Schritt. Nein! Bei Dominik. Ja. Genau. Warte mal, jetzt habe ich doch verpasst. Also sie ist jetzt nach Hamburg gezogen zu ihm. Sie hat ihr Sabbatical abgesagt. Der beste Freund wurde wahrscheinlich auch gecancelt. Super. Einfach super. Ja, ich freue mich. Anna, hättest du damit wirklich gerechnet, dass du dich wirklich verliebst, dass du deinen Traummann kennenlernst? Niemals. Ich glaube nicht mal, als ich in dem ersten Moment ihn gesehen habe, habe ich das gedacht. Aber mir hat diese ganze Reise sehr viel gegeben. Ich war irgendwo gezwungen, ab einem bestimmten Punkt mich zu öffnen. Und im normalen Leben hätte ich mich vielleicht wieder drum rumgeschlängelt. Ich habe am Ende nur davon profitiert und... hab den Hauptgewinn mit nach Hause genommen. Oh, das sind aber schöne Worte noch zum Schluss. Ah, guck mal, jetzt verdeckt er auch ein bisschen den Schritt. Da wurde bestimmt von ein kleiner Hint von der Regie. Dominik! Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Anna und Dominik, wirklich ein ganz, ganz tolles, ein schönes Paar. Und ihr lasst uns hoffentlich an eurer Geschichte auch in Zukunft ein bisschen teilhaben. Auf jeden Fall. Anna und Dominik. Vielen Dank. Okay, das war's, Leute. Krass. Also ich glaube, es gab noch nie so eine spannende Bachelor-Staffel. Ich meine, ich gucke ja auch erst seit letztem Jahr, aber what the fuck is going on, Alter? Ich fand's krass, oder? Was denkt ihr? Was denkt ihr über diese ganze Sache? Also festgehalten, ich freue mich für Anna, ich freue mich für Dominik, für Jana Maria freue ich mich jetzt auch, weil ist doch gut, dass sie ihn jetzt nicht mehr hat. Anscheinend ist er ja doch nicht so ehrlich, wie ich gedacht habe. Aber auf der anderen Seite, klar, muss er ja auch ein bisschen so tun mit der Show. Ich glaube, vielleicht war ich einfach ein bisschen zu gutgläubig mit dem... Keine Ahnung, ich muss es halt erstmal verkraften. Bei mir sitzt der Schock auf jeden Fall tiefer als bei Jana Maria, sagen wir es mal so. Ihr Süßen, Bachelor ist finito. Was machen wir denn jetzt? Ach so, ja, hatte ich ja eine Abstimmung gemacht bei Instagram. Ihr wolltet alle Temptation Island.
So soll es sein. Freue ich mich auch richtig drauf. Monika! Und ich weiß aber nicht, wann es da losgeht. Gucken wir mal, was wir dann die nächsten Sonntage so machen, okay? Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Es war wunderschön, mit euch diese Bachelor-Staffel zu machen. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Also, ihr Süßen, bis dann. Haut rein. Peace. Es tut mir leid, die Reise ist hier beendet.